und ihr seid im Stadion, bitte nicht machen, denn so ein macht die Spieler ganz nervös, sagt zumindest Jürgen Klopp über die Atmosphäre. Das kann so eine Atmosphäre eben auch auslösen, wenn jemand unruhig ist und bei der ersten vergebenen Torchance schon 65.000 hat. Das wäre ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Olli, was machen wir denn für die Atmosphäre morgen früh? Eins live. Mit Olli Britsch und Sim Enhof. Insgesamt 30.000 in der WIC-Index nach 3 Kilometern. Autobahn 1, dort in Richtung Köln, zwischen Hagen-Nord und Vollmarsch, Baustelle 4 Kilometer. A1, Euskirchen Richtung Dortmund, zwischen Köln-Bockelmünd und Leverkusen-Brücke an der Baustelle 8 Kilometer Stau und ab dem Kreuz Leverkusen in Richtung Euskirchen 3 Kilometer Stau. A3, Frankfurt Richtung Oberhausen, zwischen Leikolmer und Köln-Delbrück 5 Kilometer Stau. A40, Venlo Richtung Essen, zwischen Duisburg-Homberg und Kreuz-Kaiserberg, Unfall 5 Kilometer. A40 Essen Richtung Dortmund, zwischen Gelsenkirchen Süden, Dortmund Klei, wegen der Dauerbaustelle liegt der Stau und stockend auf mehr als 15 Kilometer. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Düsseldorf-Bilk und Erkrath, Baustelle 5 Kilometer stockend. A52 Düsseldorf Richtung Essen, zwischen Essen-Süd und Dreieck Essen-Ost, Unfall 3 Kilometer. A57 Hinwegen Richtung Köln, zwischen Tefeld-Gartenstadt und Kreuz-Meerbusch, 5 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten. A57 Köln Richtung Krefeld, zwischen Neushafen und Kreuzbütteln, Baustelle 6 Kilometer stockend. Und A565 Mettmann Richtung Bonn, zwischen Bonn-Harnberg und Kreuz-Bonn-Nord, Baustelle 4 Kilometer stockend. You let her go.